Willkommen hier zu einer weiteren Folge Mu mit dem lieben Smizzle. So, letzte Folge hat ja nicht so gut geendet. Wir wurden gekillt und unsere Windmühlen wurden zerstört, aber das haben wir in Kürze wieder aufgebaut. Ja, genau, und ich glaube, die Base, die werden wir umgestalten. Ich habe schon eine Idee. Und zwar habe ich schon gerade den Chris Cookie gesagt, weißt du was? Ich lasse über ein paar Lücken. Wir bauen morgen um die Kanonen und dann in die Lücken Booster. Mhm. Und dann die Booster führen in so Spikes. Ich glaube, das ist geil. Das ist geil, ja. Weil mit dem Bogen wird er nicht viel anfangen können bei den Mauern, glaube ich. Ja, und dann, wenn der ganze Zeit durchgejagt wird, ist es auch schlecht, uns anzuvisieren. Und der wird in Spikes geschleudert. Genau. So wie sie es auch verdient haben. So, was muss anders ich... haben die nicht verdient. Bei Steine sammeln? Das ist halt so. Ja. Ich brauche auch Stein. Guck mal hier unten. Guck mal hier runter zu mir, hier links. Ja. Guck mal, was ich hier unten noch habe. Das haben die nicht gesehen. Das sind deine, echt? Ja. Du Schlingel, du. Ah, den Hammer, ja. Den Hammer. Warte mal, geht mein... Dann werde ich meine Mühlen einfach hier unten sammeln. Ich glaube, hier gehen die eh nicht. Das ist eine gute Idee. Und packst du deine auch einfach dazu? Ja. So. Aber dann ist die Frage, brauchen wir die Base oben? Ich glaube, dann bauen wir die Base unten in der Ecke so. Versteckt, weißt du? Und dann gehen wir auf Jagd. Das können wir machen, ja. Dann reiße ich die gleich oben, reiße ich gleich später oben alles ab. Weil ich noch ein bisschen mehr Material habe. Und außerdem, wir könnten ja alles, also ich könnte zumindest mit meinen schwachen Wänden die Windmühlen einbauen. Wie meinst du das? Wenn wir die Windmühlen ganz in die Ecke reingehen, rundherum, ja, ne, weil wir müssen ja nicht zu den Windmühlen dazukommen. Eben, und meine benutzen wir für die Türme und so. Genau. Oh, hier will einer, baut einer unsere Spikes ab, ich danke ihm. Ist das der Typ, der uns vorher angegriffen hat, oder? Nö, so einer mit so einem Reichwert. Aber für mich ist es recht, weil ich wollte das sowieso ja alles abbauen. Weil wir können das ja nicht automatisch abreißen oder so. Leider nicht, ne? Das wird bei Zombies einfacher. Ans Gold kommen wir so oder so irgendwie. Wenn da jetzt einer seine Base baut, ist mir das eigentlich relativ egal. So, einen kann ich noch bauen. Yep. So. Hast du jetzt alle Windmühlen, ja, oder? 40, ja, alle sind unten. Aber die reißt du auch noch ab, ich will die ganzen die Ecke haben. Die oberen, weißt du? Ja, jetzt ist eigentlich ziemlich voll. Ja? Ja. Warte, ich schau mir das mal kurz an. Oh, jetzt. Ah, okay. Passt so. So. Nur du musst hier gucken, hier ist auch noch eine Lücke. Ja, ich wollte eigentlich wechseln, aber dann hat es gesetzt automatisch. Achso. Ja, warte, ich baue die jetzt kurz ab. Ich reiß die eigentlich schnell ab, die Dinger. So. Wie viel Material hast du schon so? Oh, nicht wirklich viel. Ich habe 100. Ach, hast du auch das Schwert genommen diesmal? Ja, sicher. Soll ich den dann auch wegmachen? Ah, du hast auch den Hammer. Ja. Ich habe mal gewechselt. Aber ist gar nicht dumm, wenn man jetzt immer wieder stirbt, dann kann man immer wieder alles von neu aufbauen. So. Nur wegen Geld ist kacke. Weil ich baue hier schon mal sowas hin. Und dann bauen wir da so, bauen wir die Kanonen da rein. So. Jetzt ist es eingebaut. Achso, ich mein Samurai-Schwert kann ich schon nehmen. Ich auch. Gleichzeitig Level abgekommen. Wie kostet denn so eine Kanone? Oh, die kostet viel, die Kanone. Die sind teuer, ja. So, hier, nochmal für 2 brauche ich 300 Steine. Alter Schwede. Mit dem Schwert dauert das ja ewig. Hier oben noch. Ach, hier sind noch ein paar Spikes von dir, die baue ich dir mal ab. Wir bauen so ein was Fettes auf jeden Fall. Und dann terrorisieren wir gleich alle. Wir sind so eine kleine Terrorgruppe. Oh, du bist schon Top 3, hallo? Oh, die Großen sind alle schon fast weg. Oh, die haben wahrscheinlich keinen Bock mehr, aber... Ja, die wussten, dass wir langsam kommen. Dass wir jetzt warm werden. Wir sind dann gleich die Dominanten. Ja. Dann hol ich mir gleich einen schicken Hut, so ein Bushido. Oder den Samurai. So, ich muss jetzt mal ein bisschen Nahrung farmen, ich habe gar nichts.
Boah, ich hab fast 300 Nahrung. Ich werde eine Kuh killen. Im Sommer. Ich sammle jetzt erstmal. Ich muss erstmal Fett sammeln. Und dann verwirkliche ich meinen Traum unten. Ich glaube, ich gehe jetzt mal auf 1000 Holz. Ein, oh, du kannst lang farmen. Ich habe schon fast 500. Okay. Diese Bäume hier, die sind ganz gut. Warte, nach dem Schwert, ich kann, glaube ich, nichts mehr upgraden, oder? Kann das sein? Ich wusste, weiß gar nicht mehr. War das Schwert von Illuminati besser? Oder sah es anders aus? Ich glaube, das ist dasselbe Schwert. Ich bin mir aber nicht sicher. Hey, hier gibt's. Ah, hier. Wollte gerade sagen, gibt's keine Kühe. Quinn, komm her! Nein! Oh, nicht mehr lange, dann bin ich schon Level 10. Die Frage ist, wenn man Level aufsteigt, meinst du, dann hat man auch mehr Leben oder so? Vielleicht, weil die Illuminati hat einen Totenkopf neben seinem Dings. Neben seinen Namen. Das wäre geil. Komm her, Muku. Wo ist denn das? So, das ist gut, ich habe schon 4000 Gold. Hast du eigentlich Minen geupgradet, dass du mehr Gold bekommst, oder? Hast du mehr Gold bekommen, ja. Und wie viel hast du schon? 2300. Okay. Wie hast du? 4000. Was? Ja. Cheatest du? Kill All will uns beitreten. 1800, nee, der kommt aber trotzdem nicht. Ich glaube, das wäre ganz lustig, wenn wir noch jemanden mit dazu nehmen. Zu dritt oder zu viert zocken. Dann kann man die Base ja richtig fett ausbauen, weißt du? Dann auf so einen großen Server. Ja. Ach, ich glaube, das wäre herrlich. Müssen wir mal einen Knolli überreden dazu. Ja, ja, kriegen wir schon. Ich glaube, wir sind aber noch ganz wenige auf dem Server, weil wir sind 7 auf der Liste und es ist ja immer Top 10, ne? Ah ja, genau, so haben ein paar gelieft. Boom! Ah. Ich habe einen Bullen gekillt, ja, jetzt habe ich auch 3700. Okay, von dem bekommen wir 1000 Gold, wenn man killt. Ja. Egal, wir werden einfach hier auf dem Server die Dominanten und verbreiten Terror. So ist es. Wir werden zu Tyrannen. Ja. Erstmal die Base bisschen unten sicher bauen. Dann hol ich mir meinen Bushido. Bushido, ja. Du Gangster. Du holst dir den Crow und dann gehen wir. So, 1000. Genau 1000 Holz. Alter, ich bewege mich so langsam im Schnee. Ja, du kannst auch diesen Schneehut holen, dann bist du schneller. Nee. Ah, jetzt sind sie in der Falle. Die Kuh fällt, die Sau fällt und alles ist weg. Aber ich hätte gerne noch einen Bullen. Jum, jum, jum. Bin hier der Oberkiller. So, jetzt geht's wieder normal. Ich glaube, die haben die meisten Bullen schon gekillt hier. Ach, jetzt fehlt mir Stein. Jetzt muss ich erstmal Stein sammeln. Oh, jetzt hat. Okay, das habe ich nicht gesehen. Danke. So, mal einreißen hier. Jetzt einfach nur Stein sammeln. Was machst du denn da? Bist du da voll in Action oder was? Ja, ich reiß gerade eine Mauer ein. Ich mache erstmal die Base sicher. Ich trage Verantwortung. Nicht so wie du. Oh, der hat's gemerkt. Der hat's gemerkt. Tschüss. Ja, ich glaube, das Schwert war das letzte, weil der Typ hat auch dasselbe. So, jetzt schau ich mal. Zack. Alles mitnehmen auf dem Weg. Oh, was haben wir hier? Oh, der hat auch einen toten Kopf. Lass mich rüber. Also ich muss gucken, dass das auch alles sicher ist, alles safe ist. Ach, das war Platz 1, der mich gerade angreifen wollte. Das Holz mitnehmen. Und das Holz mitnehmen. So. Wo ist unsere Base überhaupt? Ich finde die nicht mehr. Ja, sie ist ja bei mir. Wo ich bin. Ah ja, das ist ja abgebaut da oben. Trottel. Dachte schon, ne? Wo ist die Base? Sorry. Siehst du ja gar nicht, wie ich mir das vorgestellt habe mit der Base? Mhm. Ich werde hier nur ein bisschen Holz, warme so um 500. Mhm. Wird's auf jeden Fall brauchen für die Kanone. Ja, genau. Das, die Axt war schon geiler zum Abbauen, ne? So für die Base. Ja, war wesentlich besser.
damit zum Beispiel geht's nichts. Vielleicht ist so ein Plan wirklich gut, dass man erstmal die Axt nimmt, eine fette Base aufbaut, sich umbringen lässt und dann mit einem Schwert, weißt du? Ja, ist aber schade um das Ganze geholt. Ja, das stimmt auch. Aber das geht man, glaube ich, schnell rein, wenn man Leute umbringt. Ja, man kriegt aber auch Ressourcen, ne, wenn man Leute umbringt. Ja, das stimmt auch, ja. Ich muss mal gucken, wo ich rauskommen würde. Ja, das Problem ist, die können ja rein theoretisch hier. Ich muss immer testen, ob die Base dann auch sicher ist, ob das wirklich hier Sinn macht, wie ich das so baue. Okay, man könnte sich hier ran sneaken. Den mach ich den hier. So, Holz habe ich genug. Oha, die Nummer 1 wurde gekillt und ist jetzt am Platz 7. Also Stein muss ich noch farmen. Da brauche ich 300, da habe ich schon fast genug. Warum kann ich ihn nicht setzen? Oh, okay. So. Ja, genau so habe ich mir jetzt mit der Base ungefähr vorgestellt. Ich setze gleich meine, Moment mal. Ich brauche noch 20 Steine. Dem 3, 2, 1 aus. So, wo soll ich setzen? Hier direkt neben den Stein hier, weißt du, dann baue ich hier auch drum. Genau, schön nah dran, genau. Und dann baue ich hier das auch drum. Und dann baue ich hier unten auch wieder mit Pfeilen und so, dass es in die Spikes war. Guck mal, wenn jetzt zum Beispiel, komm mal mit hier oben. Genau. Mhm. Jemand will jetzt, das Ding ist, die können das auch wegschlagen, ne? Aber die Kanone stießt hier die ganze Zeit ab. Hier so runter, zack, in die Spikes rein. Obwohl, wir sollten hier noch ein paar Spikes setzen, weil er kann sich hier von der Kanone verstecken und hier die Spikes niederreißen. Stimmt, stimmt. Dann setze ich hier noch ein paar. So. Was ist los? Jetzt habe ich mich selbst hier eingesperrt. In die Falle, genau. Aber hier funktioniert. Hey, was ist denn jetzt los? Lass mich setzen. So, jetzt brauche ich erstmal Stein wieder. So. Machen wir es so. Jetzt muss ich wieder was farmen gehen. Jetzt habe ich es also braucht wieder. 200 und 150. Jetzt setzen wir die letzte Kanone. Ups. Kill All will uns immer noch beitreten. Was will der die ganze Zeit? Kill All gibt es aber zwei. Oh, drei sind die. Oh, drei gibt's. Ich glaube, die wollen das extra machen, damit die wissen, wo wir sind, weißt du? Ja, dann verlasst es und dann greift uns an. Genau. Aber diese Tricks kennen wir. Natürlich. Weil wir die immer machen. Ja. Hey, einer hat schon verlassen. Einen so ein Brrr, kill all. Ah, jetzt sind wir noch so wenig auf dem Server. Mhm. Weißt du was, ich baue noch um die Kanone rum. Und dann machen wir ein bisschen Terror. So ist es. Das ist langweilig. Dann kill mal alle, bis jeder geliefert hat und dann. Und dann gehen wir auf den nächsten Server. Ja, machen das, ja, oder? So, das Ding ist, wir sind halt auf dem Frankfurt-Server, ne? Guck mal, langsam. Alle gehen auf, müssen schlafen. Ah ja, es ist schon spät, oh Gott. 11:30. So, ich bin schon jetzt Level 14. So. Jum, 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 jum. Was? Was? Was hast du gesagt? Nichts, nichts. Also. So, ich hab grad, bin gerade voll konzentriert, die Steine am Setzen. Wir machen die Base noch kurz zu Ende. So ist es. Wir müssen ein bisschen Terror verbreiten, bevor die alle abhauen. Bevor die alle schlafen gehen. 30, 30. Außerdem, die ersten beiden, die müssen weg mit so viel Geld. Vielleicht bekommen wir das ganze Geld, wenn wir die killen. Das wäre geil. Ja. Ich glaube, man bekommt das ganze Geld. Jetzt habe ich schon über 9000, das geht drin.
Hol dir erstmal einen Hut, bevor wir losziehen. Ja, der kostet aber 12.000, den ich haben will. Ach so. Ja, Gesundheit. Ach, da, da. So, ja, was mache ich als nächstes genau? Ein paar Booster-Ding, meine Spikes setze ich dann. Wie viel kannst du noch? Boah, ich kann noch 9 setzen. Mach ich noch so eine Spike-Falle und dann geht's los. Mhm, muss man sagen, also ein Stein muss setzen, dass ich weiß, wo ich meinen Kanonenturm hinsetzen kann. Hast du eigentlich diese Trap gelernt? Ja, hab ich. Ja, dann kannst du ja die auch irgendwo hinsetzen, oder? Ja, kann ich. Dann vielleicht am besten hier, oder? Ah, nee, warte, ich. Da brauche ich 180 Stein und 180 Holz zusätzlich noch. Warte mal, da brauche ich drei, okay. 380 Holz insgesamt. Machen wir das schnell. Dann verbrauchen wir unsere ganzen Ressourcen. Ja, so ist es manchmal. So ist es leider manchmal. Ja, wir brauchen sie ja dann eh nicht mehr. Oh, ich bin schon Erster. Der Lev Ick wurde gekillt und Kill All wurde auch gekillt. So, dann mach ich jetzt hier noch ein bisschen. So, gleich habe ich das Holz. Und dann geht's auf zum Stein. 380, so. Da brauche ich 150, dann brauche ich 330 insgesamt. Okay, das haben wir auch gleich. So, 2 gegen 2 hat es dann. So, die Base, die sieht gut aus. Die gefällt mir. So, aber das war es doch schon mit einer Folge. Die nächste legendäre Folge werdet ihr in der nächsten Folge erleben. Alles dann klar, das war gut. Die nächste Folge in der nächsten Folge. Okay. Ich weiß auch nicht. Ist einfach zu spät. Ja. Wenn ihr sehen wollt, wie wir Leute abschlachten wollen und wie unsere Base dann gleich aussehen wird, schaltet zur nächsten Folge wieder ein. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss.